Meine lieben Aktienfreunde, die anhaltende Kursschwäche von Tech-Aktien zieht hartgesottene Zuschauer unter euch in ihren Bann, die nun ihr Glück probieren möchten. Doch Obacht, nicht bei allen gefallenen Tech-Aktien würde ich sagen, dass der Kauf eine gute Idee ist. Welche Arten von Tech-Aktien es gibt, beziehungsweise bei welchen Tech-Aktien ich tatsächlich Chancen auf Kursgewinne sehe, das verrate ich dir in diesem Video. Und dabei gehen wir insbesondere bei Netflix ins Detail. Die haben ja gestern 35% verloren. So, mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es beispielsweise um spannende Tech-Aktien, die jetzt kaufenswert sind, aber keine Anlage- und keine Verkaufsempfehlungen. Also, los geht's. Wir gehen hier in die Aktiensuche rein. Und das vorhandene, das große Thema des Tages ist: Wie trenne ich die Spreu vom Weizen bei Tech-Aktien? Das machen wir jetzt. Ich habe schon einen Merkzettel angelegt, habe mir dann Gedanken dazu gemacht. Und vorher, wie komme ich überhaupt auf das Thema? Zunächst hat sich einer beschwert, dass es hier zu viel um Dividendenaktien geht, also müssen wir jetzt wieder auf Tech umschwenken. Und dann haben wir hier in der Facebook-Community Aktie an Bord einen Post bekommen. Und da ging es dann darum: Hallo in die Runde, aufgrund der anhaltenden Korrektur im Tech-Bereich und bei Wachstumswerten bin ich aktuell dabei, meinem Dividendenwachstumsdepot ein weiteres, zweites spekulativeres Wachstumsdepot aufzubauen. Ich merke, Tech ist gleich Wachstum. Fragezeichen kommt da hinterher. Und er möchte 5 bis 7 Werte langfristig monatlich besparen. Dann gibt es hier eine ganze Auflistung von Aktien. Und dann sagt er: Ja, wie sieht ihr denn da das Potenzial? Das ist eine gute Idee. Prinzipiell ist es, wenn es in die Anlagestrategie passt, durchaus eine gute Idee zu sagen: Okay, dann nehme ich auch noch Tech auf und investiere auch noch in Tech, weil Tech hat meistens einiges zu bieten an Wachstum. Doch Vorsicht, Tech ist nicht gleich Tech. Wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht, habe es da oben rotieren lassen in dem Stübchen und habe jetzt dadurch 4 Arten oder Kategorien von Tech-Aktien, bringe ich euch jetzt näher, die mehr oder weniger interessant sind. Und wir werden dann auch gleich sehen im Aktienfinder, in dem Merkzettel, welche Unternehmen zu welcher Kategorie gehören und wo dann auch unter anderem Netflix zu verorten ist. Also, wir haben da als erstes, ich habe es das so getauft, nicht gelesen, die Hoffnungsträger, so nenne ich die. Das sind die Unternehmen, die sehr schnell wachsen, aber meistens noch defizitär sind, beziehungsweise wenigstens kein stabiles Gewinnwachstum, keine stabile Gewinnhistorie aufweisen können. Diese Unternehmen sind meistens sehr hoch bewertet und noch relativ jung. So, also hier wäre das Ganze. Das ist der Merkzettel, da habe ich ihn schon. Sehe ich das Ganze mal größer. Und das sind die Unternehmen wieder drin, die auch hier in der Facebook-Gruppe genannt worden sind und noch ein paar mehr aus didaktischen Gründen. Das Ranking Dividendenwachstum macht da keinen Sinn. Kann man zum Beispiel Cashflow-Wachstum machen, damit es auch viel höher. Die Balken werden viel bunter und länger und die Scores entsprechend ja höher. So, was jetzt interessant ist von den Kennzahlen hier, das ist einmal das Wachstum des Umsatzes und einmal dann hier die Multiples, diese Bewertungskennzahlen. Gehen wir mal auf das Wachstum des Umsatzes auf 5 Jahre absteigend. Also das stärkste Wachstum ist hier ganz oben. Und da sehen wir hier zweistelliges Umsatzwachstum quer durch die Bank. Teilweise auch richtig, richtig hoch hier. 90% im Jahr durchschnittliches Umsatzwachstum, also fast eine Verdoppelung im Jahr auf den Durchschnitt der letzten 5 Jahre bezogen, ist natürlich schon ein Wort. Also, was zeichnet die Hoffnungsträger aus? Sehr hohes Wachstum auf der einen Seite. Das ist das Wachstum der letzten 5 Jahre im Durchschnitt des Jahres. Und das ist das Wachstum, wie es erwartet wird fürs laufende Geschäftsjahr. Aber wie ich sagte, defizitär. Klicken wir mal den ersten an hier und du siehst, defizitär, aber schnelles Wachstum. Das wäre hier Peloton. Peloton zählt nicht in die Kategorie Hoffnungsträger übrigens, dafür habe ich eine eigene Kategorie gemacht. In die Kategorie Hoffnungsträger kommen zum Beispiel Upstart Holdings, Shopify, Okta, Tesla, die machen schon Gewinn, aber noch lange keine lange Gewinnhistorie. Lasst uns die auch in die Kategorie Hoffnungsträger reinfallen mit dem Umsatzwachstum von zwischen 40 und über 50%, je nachdem, was wir genau nehmen. Auch die anderen haben ganz starkes Umsatzwachstum. Und ihr seht dann hier die Multiples, wie groß die sind, wie hoch die sind. Bei Tesla 20er KUV, aber auch Shopify hat ein KUV von 14, Okta von 17, KCV von 170, KGV ist 50, 80 hier, KGV bereinigt bei Shopify. Also alles hier sehr teuer. The Trade Desk ist auch ein Hoffnungsträger. ServiceNow ist auch ein Hoffnungsträger.
Nvidia wäre für mich schon ein Gewinner. Das ist die nächste Kategorie, kommen wir dann drauf. Peloton Interactive wäre für mich schon die Kategorie Verlierer. Na hopp, la hopp, Verlierer, wie kann denn das sein? Nicht alle Tech-Aktien sind Gewinner oder Hoffnungsträger. Es gibt übrigens noch eine vierte Kategorie, kommen wir dann auch gleich drauf. Peloton Interactive, der Aktienkurs ist da richtig abgerauscht über das Normale des Tech-Crash, sage ich mir, hinaus. Und was wir hier sehen, ist auch ganz interessant. Der jährliche Umsatz, also der Umsatzzuwachs im laufenden Geschäft, wird als negativ angesehen, also negativ geschätzt, sondern also Umsatz verlieren. Und das KUV liegt in Anführungszeichen nur bei 1,7, während es bei den anderen Unternehmen hier oft schon im zweistelligen Bereich liegt. Wir haben hier auch nochmal Readly dann zum Beispiel mit einem KUV noch niedriger, 0,7. Und hier negative Gewinne auch bereinigt, negativer operativer Cashflow, sodass kein Multiple ausgerechnet werden kann, so bei Hilton Interactive ebenfalls, zähle ich auch zu den Verlierern. Die Verlierer sind defizitär und zusätzlich gibt es aber vom Markt auch noch Zweifel am Geschäftsmodell, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Deshalb sind dann auch so niedrig bewertet. Also in die Verlierer würde ich nicht investieren. Nur dann, wenn du glaubst, dass der Turnaround geschafft wird, ansonsten nicht. Die Hoffnungsträger, da kommt es dann drauf an, dass die nicht zu hoch bewertet sind. Ansonsten kannst du damit auch Schiffbruch erleiden, also Kursverluste erleiden. Und dann natürlich kann es sein, dass sich die Hoffnungen auch irgendwann in Schall auflösen, dass es also die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt werden und dass du dann, falls keine dauerhaften Gewinne erzielt werden in der Zukunft, du auch langfristig Schiffbruch erleidest. Bei den Gewinnern sieht es anders aus. Die Gewinner haben bereits im Tech-Bereich bewiesen, dass sie es können. Was für Gewinner gibt es denn? Gucken wir hier so die Auszeichnungen an. Da haben wir Meta, Microsoft, PayPal, Apple. Also Microsoft ist auf jeden Fall ein Gewinner. Da gibt es keine Zweifel, dass das Geschäftsmodell nicht funktionieren sollte. Bei Apple auch, bei PayPal auch, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Meta auch wenn die Kurse stark gefallen sind. Es funktioniert, was die machen. Das sind Cash-Cows. Aber sind nur deshalb, weil die Unternehmen Cash-Cows sind, auch automatisch schon Gewinner? Nein, deshalb habe ich jetzt noch eine Kategorie gemacht und die heißt die Verstoßenen. Die Verstoßenen, das sind Unternehmen, die profitabel sind, langfristig profitabel sind, wo aber der Markt eine Neubewertung vornimmt, weil er sagt, die Aktie ist einfach zu teuer, es läuft nicht mehr so, wie es vorher lief. Hängt bei Netflix, wenn wir es dann ganz konkret sehen, an der Geschwindigkeit des Wachstums zusammen, dass das nach unten geht. Und da könnte es ganz interessant sein, weil der Markt hier eine Neubewertung vorfinden muss. Also bei den Gewinnern, Microsoft, Apple, Nvidia würde ich auch dazu zählen. Das sind so die Qualitätsunternehmen, die sicheren Häfen, die Geld anziehen, die sich auch relativ während des Tech-Crashs gut gehalten haben. Die sind für ihr Wachstum, auf ihr Wachstum bezogen, immer noch relativ teuer. Die sind nicht günstig, trotz Tech-Crash. Apple hat ein KUV von 7,3. KGVs, die an die Jahr 30 kratzen. Microsoft hat ein KUV von knapp 12. Mit KGVs leicht über 30 beispielsweise. Und wenn wir uns jetzt PayPal angucken oder Netflix, dann sind diese Aktien schon etwas günstiger. Und wir wollen uns jetzt Netflix angucken, weil das ist der Auslöser für die Frage hier, die gestellt worden ist, vermute ich mal. Steht nicht explizit da. Ich denke einfach mal, dass es so sei. So, Netflix. Also, wenn wir uns das Ganze angucken, müssen wir erstmal sagen, was ist da eigentlich passiert? Dass Netflix eigentlich ein Gewinner ist, und das sieht man hier an den Umsätzen. Margen steigen langfristig, die Umsätze steigen, auch die Gewinne steigen. Netflix hat lange Zeit Probleme gehabt mit dem Cashflow. Sieht man auch hier. Die haben eine ganze Weile lang immer mehr an Geld, sozusagen an echtem Geld, verbrannt. Bis 2019 haben wir auch da die Kurve gekriegt. Das waren halt die Eigenproduktionen, wo man tief in die Tasche greifen musste, die man dann aktiviert hat und später abgeschrieben, sodass noch schon in diesen Jahren aber auch dann schon Gewinne erwirtschaftet werden konnten. Das war lange Zeit ein Kritikpunkt, hat sich weitestgehend erledigt, wo wir nicht mehr drauf eingehen. Man sieht hier, dass schön steigende Margen haben, von 4% auf mittlerweile 20%, verfünffacht die operative Marge. Also an der Stelle sieht es erstmal alles wunderbar aus. Trotzdem ist der Aktienkurs, na hoppla hopp, gefallen. Der lag bei Spitze schon hier an den 700er gekratzt und liegt momentan bei 226 US-Dollar, also hier rund 70%
Verlust, würde ich mal sagen, 67,2% Verlust, Kursverlust innerhalb weniger Monate, rund eines halben Jahres, sogar etwas weniger, glaube ich. Ist schon massiv, obwohl das Unternehmen ja nach wie vor hier Gewinne erwirtschaftet. Und auch Cashflows, wenn auch weniger, Cashflow kann man nicht heranziehen für die Bewertung des Unternehmens. So liegt dann schon die Frage nahe, ob das jetzt nicht eine sehr günstige Einstiegschance ist, um jetzt in Netflix reinzugehen, in den Verstoßenen, der Kategorie der Verstoßenen mit dauerhaft profitablem Wachstum, mit dauerhafter Profitabilität, aber nachlassendem Wachstum. Und genau darum geht es auch gleich. Was ist da passiert und warum lässt das Wachstum nach? Ich habe ein bisschen was gemacht, auch in Excel, habe da was vorbereitet. Jedes Unternehmen hat so seine Key Performance Indicator, seine Kennzahlen, die sozusagen heilig sind, auf die die Welt guckt. Und wenn es da eine Enttäuschung stattfindet, dann wirft der Markt die Hände in die Höhe, beziehungsweise drückt auf den Verkaufsknopf und dann passiert genau das, was man hier sieht, dass die Aktienkurse nach unten rauschen. Was ist der Key Performance Indicator, der hier enttäuscht hat? Das Subscriber Growth. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber das Abonnentenwachstum auf Deutsch. Und ich komme jetzt mit der Excel um die Ecke. Da siehst du das Wachstum der Abonnenten pro Quartal bei Netflix. Und ja, es ging halt eigentlich immer nach oben, auch wenn in unterschiedlichen Maßen, ist ein saisonales Muster hier erkennbar. Im Sommer wächst Netflix weniger stark als im Winter, Nordhalbkugel betrachtet. Und dann hatten wir hier noch die Corona-Ausbuchtung hier oben, wo wir ganz starkes Wachstum haben, wo Netflix innerhalb eines Quartals fast um 16 Millionen Abonnenten zugelegt hat. Und dann sehen wir aber hier, na hoppla hopp, zweimal was Rotes, also was nach unten geht. Das heißt, Netflix schrumpft da bezüglich der Abonnentenzahl. Und das war das letzte Quartal, 3/2022, und da hat Netflix um die 200.000 Abonnenten verloren. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte. Und im nächsten Quartal, sagt das Management, werden sogar 2 Millionen sein, die Netflix den Rücken kehren. Also Kundenschwund. Und das erklärt jetzt, warum, also dieser Key, warum einfach der Ausblick natürlich enttäuscht hat, beziehungsweise die Zahlen bereits enttäuscht hatten und warum der Kurs so stark unter die Räder gekommen ist. Wenn wir eine Tech-Aktie haben, dann denken wir an Wachstum und dann denken wir nicht an Schwund. Das Management hat dann auch gesagt, ich habe den Bericht des Managements gelesen, den Press Release. Jetzt blicken sie ein bisschen besser durch, weil wir hatten ja hier diesen Corona-Nebel, wo ganz viel Wachstum war und dann man nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Und dann hatten wir hier das abflachende Wachstum, dann wurde man erst gesagt hat, okay, das ist ja jetzt klar, so konnte das ja nicht weitergehen. Das war das vorgezogene Wachstum und deshalb geht es jetzt die nächsten Quartale erstmal ein bisschen langsamer. Das war nicht nur bei Netflix so gewesen, dass das Management so gedacht hat. Netflix sagt jetzt, das Management, wir wurden erleuchtet. Es gibt noch andere Gründe, die dazu geführt haben, dass das Wachstum relativ schwach ausfällt. Zum einen die globalen Probleme, die wir jetzt haben, die konjunkturellen Probleme, die Inflationsprobleme, auch jetzt der Russlandsüberfall auf die Ukraine, der explizit Netflix auch nochmal hart getroffen hat. Also wir haben globalen Gegenwind sozusagen. Wir haben aber dazu noch allgemein, ja, unter Netflix spezifisch, einen härteren Wettbewerb. Denken wir an Warner Brothers Discovery, die sich zusammengeschlossen haben. War ja so die Story. Lineares Fernsehen wird abgelöst durch Fernsehen on Demand, also durch Streaming. Lineares Fernsehen merkt es irgendwann und fängt dann auch an zu streamen. Das ist dann zusätzliche Konkurrenz über Amazon und Walt Disney hinaus. Und das hat jetzt auch Netflix gemerkt. Und wir haben also einen härteren Wettbewerb. Und dann haben wir noch ein Problem mit Account Sharing oder auf Deutsch Schwarzseher. Wir haben 220 Millionen ungefähr Kunden von Netflix. Das habe ich hier, es steht. Wir haben jetzt 221,6 Millionen Kunden und das Management schätzt, dass 100 Millionen Kunden nochmal draufkommen, die Netflix genießen, aber nicht dafür zahlen. Also die Schwarzseher. Und Netflix versucht, dieses zu unterbinden. Und dadurch dann auch entsprechend, das ist schon eine Maßnahme, zusätzlich wieder Wachstum zu generieren. Jetzt hat jemand anderes gefragt in der Facebook-Gruppe, ist das der Anfang vom Ende von Netflix? Wir haben jetzt erstmal so die negativen Punkte genannt. Jetzt kommen die positiven Punkte. Die Antwort lautet nein, es ist nicht der Anfang vom Ende von Netflix. Ich denke, Netflix
ist zwar verstoßen, aber zählt langfristig immer noch zu den Gewinnern. Also das Geschäftsmodell funktioniert weiterhin. Wenn wir uns hier auf diese 0,2 Millionen verlorenen Abonnenten konzentrieren, da muss man erstmal das gerade relativieren, indem man sagt, Netflix hat das Programm in Russland abgeschaltet, das hat 700.000 Abonnenten betroffen. Das heißt, wäre der Ukraine-Krieg nicht gewesen, dann hätten wir hier ein Wachstum von 0,5 Millionen gehabt. Das wäre zwar das niedrigste Wachstum hier überhaupt gewesen, aber es wäre immer noch ein Wachstum gewesen. Wäre schon mal ein großer Unterschied gewesen. Als nächstes kann man noch sagen, was das Ganze relativiert, der Zuwachs der Abonnenten ist nicht die einzige Kernkennzahl von Netflix, um zu messen, ob das Unternehmen erfolgreich ist, beziehungsweise wie sehr erfolgreich es ist. Es gibt noch einen anderen, das heißt ARM, Average Revenue per Member. Also wie viel Umsatz tatsächlich generiert wird pro Mitglied. Und das wächst. Und das ist in dem Quartal 22 sogar schneller gewachsen als vorher, beziehungsweise sehr stattlich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20%. Und das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Und man geht davon aus, dass es auch weiterhin wachsen wird. Denn, jetzt schließt sich gleich der Kreis, es gab nämlich mehrere Preiserhöhungen bei Netflix. Auch in unterschiedlichen Regionen, Nordamerika, Europa und so weiter. Was zum einen dazu geführt hat, dass die Anzahl der Kunden nach unten geht, zum anderen aber, dass die Kunden einen höheren Deckungsbeitrag leisten, also die Marge nach oben geht. Und so kann es denn sein, dass man weiterhin im Management anstrebt ein Umsatzwachstum von um die 10%. Auch in den nächsten Quartalen, obwohl die Anzahl der Mitglieder stagniert bzw. rückläufig ist. Einfach dadurch, dass wir einen höheren Deckungsbeitrag pro Benutzer haben. Das ist also eine strategische Entscheidung des Managements, das diese getroffen hat. Man möchte aber sich nicht kampflos die Leute ziehen lassen. Man sagt, okay, wir werden auch noch zusätzlich einen günstigeren Tarif einführen mit Werbung. Das ist es, was ganz Neues. Es ist also nicht hoffnungslos der Fall Netflix. So viel zur aktuellen Lage. Und jetzt ist ganz zentral, gehen wir zurück in den Aktienfinder, um die Frage zu beantworten, ob die Aktie ein gutes Investment nicht ist oder nicht. Weil es erstmal die Frage, funktioniert das Geschäftsmodell noch? Das Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor, auch wenn der Wettbewerb härter ist, auch wenn das Wachstum der Abonnentenzahl jetzt erstmal nicht mehr so stark ist, wie es vorher war. Aber die Leute zahlen trotzdem, sie bleiben in Masse immer noch da und sie bezahlen auch den höheren Preis, führt in Summe zu weiter steigenden Gewinnen. Die Umsätze hier, und da kann ich auch mal gleich zeigen, also die Netflix-Zahlen, das kam ja noch erst vor kurzem raus, wir haben sie schon im Aktienfinder hier, das ist der 31.03.2021, also ihr seht, dass die Aktualisierung, die funktioniert sehr schnell, der Kennzahlen, und ihr seht auch hier explizit, dass es schon die neuen Zahlen sind, P für Preliminary, aber es sind schon die neuen Zahlen. Und hier haben wir den aktuellen Aktienkurs. Und um jetzt rauszukriegen, ob die Aktie günstig, also kaufenswert ist, ja oder nein, müssen wir mal schauen, mit was für einer Rendite wir rechnen können, wenn wir jetzt, Stand heute, die Netflix-Aktie kaufen. Bevor wir das tun, erstens mal hier nochmal so ein paar Kennzahlen angucken, nämlich die historischen Bewertungen und Wachstumsraten. Da sehen wir nämlich zwei ganz interessante Sachen, die für die Bewertung absolut notwendig ist. Denn wir sehen eine interessante Sache. Wir sehen nämlich eine Zweiteilung. Wir sehen die Vergangenheit hier, die letzten Jahre, wo wir Multiples hatten, die sehr hoch waren, zum Beispiel KGVs über 100 hier in den Jahren 2016 bis 2018 und dann bis vor kurzem noch über 50. Und wir sehen entsprechend hier die Wachstumsraten, also doch zwei Dinge. Einmal Multiples und einmal Wachstumsraten. Starkes Wachstum hier mit jährlichen Wachstumsraten von teilweise über 100%, also außerhalb von Corona beim Gewinn. Hier Umsatzwachstum ganz interessant. Lag also zwischen 20 und 30% die längste Zeit, zwischen 20 und 30% Wachstum pro Jahr. Und weil wir eben so starkes Wachstum haben, haben wir eben auch so eine hohe Bewertung gehabt. Das war die Vergangenheit. Jetzt aber sieht es anders aus. Hier ist der Cut zwischen Vergangenheit und Zukunft, deshalb steht hier auch Prognose. Ne? Und wenn man sich jetzt mal das Umsatzwachstum anguckt, dann sieht man hier plötzlich nur noch Einstellung, beziehungsweise um die 10%. Übrigens genau das, was das Management ja auch gesagt hat, wir wollen in Zukunft 10% wachsen. Das heißt, das Netflix der Zukunft ist nicht das Netflix der Vergangenheit. Und deshalb wird am Markt auch, und das hat er schon erkannt und tut er hier auch, allerdings sehr abrupt, eine Neubewertung vornehmen.
und sagen, okay, wenn jetzt das Wachstum jetzt halt vom Umsatz nicht mehr um die 20 und 30% irgendwo ist, sondern halt nur um die 10%, dann müssen wir halt auch ein bisschen was von den Multiples runternehmen. Ein niedrigeres KUV, das analog an niedrigere KGVs beispielsweise. Wir haben jetzt dann hier jetzt die KGVs, weil das Gewinnwachstum abflacht, haben wir jetzt momentan KGV, und das sieht man hier auch wunderschön, von um die 20. KCV kann man nicht benutzen, weil der operative Cashflow so extrem niedrig ist. KUV entsprechend auch niedriger. Wir konzentrieren uns bei der Bewertung von Netflix jetzt auf das KGV, wobei es keinen Unterschied macht, ob man das bilanzierte oder bereinigte nimmt. Aber wir nehmen einfach mal nur, wir nehmen beide, ist egal. Und wenn wir jetzt die dynamische Aktienbewertung einfach so verwenden, wie sie standardmäßig daherkommt, dann kommt was Unsinniges raus. Dann kommen nämlich viel zu hohe faire Werte raus. Da sieht man hier faire Werte irgendwo zwischen 800 und 1300 US-Dollar bei einem Aktienkurs von 226 Dollar. Also gleich losrennen und kaufen. Nein, bloß nicht. Da sind nämlich hier noch die alten KGVs drin, die alten Multiples und so weiter, die dann halt benutzt werden, um die fairen Werte für die Zukunft zu berechnen. Das funktioniert nicht. Was man jetzt machen kann, ist entweder händisch deutlich niedrigere Multiples hier eintragen, oder man kann, ohne tippen zu müssen, einfach hier den Betrachtungszeitraum kürzen, noch mehr kürzen, sodass nur die aktuellen Multiples quasi herangezogen werden, um die zukünftigen fairen Werte zu berechnen. Deshalb steht jetzt hier das gleiche überall, 2015, 19,2. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist ein KGV von 20 für das Netflix von heute gerechtfertigt? Also Wachstumsraten beim Umsatz von 10% und Wachstumsraten beim Gewinn, zoomen wir mal ein bisschen näher ran. Hier, weil hier so die Anzahl der Analysten wegfallen, machen wir das mal weg. Das letzte Jahr machen wir das letzte Jahr weg. So, nein, wir nehmen wieder eins dazu. So passt's. Und dann haben wir hier Wachstumsraten beim Gewinn. Na, ich passt doch nicht so ganz hier von. Wo ist immer 13 und dann plötzlich 24%. Also ich würde vorsichtig schätzen, so vielleicht 15%. Das haut auch hin. Das Management hat gesagt, der Umsatz soll um 10% wachsen, aber man möchte die Margen erhöhen. Die sind ja auch langfristig gewachsen, habe ich vorhin mal gezeigt, weiter erhöhen, sodass der Gewinn überproportional, also mehr als 10% steigen könnte. Ist ja auch ein Geschäftsmodell, das gut skaliert. Man muss ja nicht für jeden Zuschauer was Neues drehen, sondern der kriegt ja quasi das, was auch für die anderen Zuschauer produziert wurde. Okay, jetzt muss ich das nochmal wegmachen, und dann sehen wir aber hier noch nicht. Jetzt sehen wir den fairen Wert. Und darauf kommt es jetzt an. Moment, machen wir mal hin. Und das ist jetzt der faire Wert von Netflix. Und daraus kann man jetzt die Renditeerwartung berechnen. Mit den KGVs, die aktuellen KGVs sind. Das heißt, wir setzen voraus, dass der Markt jetzt eine neue Bewertung sehr schwunghaft vorgenommen hat und jetzt das aktuelle KGV wirklich das faire KGV ist, mit dem Netflix bewertet werden sollte. Und jetzt zählt quasi nur noch die Gewinnentwicklung rein von Netflix. Das Einzige, das ist das, was jetzt den fairen Wert verändern wird. Ich nehme doch mal wieder hier die Jahre. Bis dahin nehme ich es. Habe hier Probleme beim Rumzoomen. So, jetzt passt's. Und was jetzt klar ist oder klar sein sollte, ist, dass momentan per Definition die Aktie fair bewertet ist, weil wir gesagt haben, hier der Markt hat quasi die Aktie mit 20,5 und 19,2 zu bewerten, beziehungsweise er hat es getan. Und die einzige Änderung jetzt, die kommt durch die Gewinnentwicklung. Und wenn wir jetzt gucken, Ausgangsgrundlage ist hier, sind jetzt 126 US-Dollar, dann sehen wir, dass wir noch mit überhaupt keinem Kursgewinn rechnen dürfen für das laufende Geschäftsjahr, weil der Gewinn stagniert. Erst im nächsten Geschäftsjahr, also 2023, dann fängt der Gewinn wieder an, leicht an zu steigen, und dann hätten wir faire Werte zwischen 244 und 255 US-Dollar. Nehmen wir mal 244. Eine jährliche Rendite von 4,7%. Das heißt, Netflix wird ein Underperformer. Man muss noch ein Jahr länger dranbleiben, dann soll das Wachstum wieder stärker anziehen. Ich erinnere mich an den Earnings Call, dort wurde auch gesagt, wir stabilisieren jetzt erstmal das Geschäft und gucken, dass wir wieder ein Benutzerwachstum haben. Und wenn wir das Benutzerwachstum wieder haben, auf einer niedrigeren Basis, aber wir haben es wieder, dann kümmern wir uns
stärker um die Margen. Und das wird hier auch in der Gewinnentwicklung abgebildet. Und man sieht, wenn das klappt, dieses Szenario, dann haben wir bis Ende 2024, weil der Gewinn dann wieder stärker steigen soll, eine Renditeerwartung aufs Jahr von 10,3%. Also dann wird es wieder interessant werden. So, jetzt kommen wir im Prinzip schon mehr oder weniger zum Fazit, sondern das waren die wesentlichen Informationen. Also bezüglich Netflix würde ich sagen, es ist ein solides Investment, aber du darfst keine Wunder erwarten. Jetzt ist der Markt momentan noch in so einer Schwuppel-Unsicherheitsphase, dass ich mir vorstellen könnte, dass er die Aktie vielleicht noch ein bisschen tiefer schickt. Wenn er das tut, wird es natürlich noch interessanter. Bei 200 US-Dollar hättest du schon eine positive Renditeerwartung fürs laufende Geschäftsjahr von 13,5%. Also das Netflix ist ein guter Kandidat, um nochmal 10% oder so vielleicht tiefer ein Kauflimit zu setzen. Kauflimit geht im Aktienfinder hier. Da gibt es eine automatische E-Mail-Benachrichtigung, wenn du den Preisalarm gesetzt hast. Also noch ist es nicht ein unbedingten Kauf, aber so bei 200 oder noch tiefer sogar, da wird es noch richtig, richtig interessant, finde ich. Übrigens hat auch der Jonathan Neuscheller von Abilitato einen Crash-Report gemacht von Netflix. Ich habe ihn nicht komplett durchgelesen, nur das Fazit, und ich glaube, er sagt was Ähnliches. Kann ich nur empfehlen, macht sehr gute Aktienanalysen. Das war das Fazit zu Netflix. Und das andere Fazit zu Tech-Aktie ist nicht gleich Tech-Aktie. Es gibt unterschiedliche Arten von Tech-Aktien. Ich hatte sie genannt gehabt, die Hoffnungsträger, die Gewinner, die Verlierer und die Verstoßenen. Und wenn du in Zukunft wieder eine Tech-Aktie siehst und die ist eingebrochen, dann überleg dir vielleicht, ob das echt entweder ein Gewinner ist oder ein Verstoßener, weil die anderen Verlierer willst du auf keinen Fall haben und die Hoffnungsträger sind relativ spekulativ, weil die jetzt oft sehr hoch bewertet sind, aber noch relativ zusätzlich hohe Unsicherheit haben. So, ich glaube, das war relativ viel Input. Ich habe ein bisschen schneller geredet als sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen auf gute Investments. Und wenn du bei Netflix ein Kauflimit setzt oder schon investiert bist, dann drücke ich die Daumen nach oben und wünsche viel Erfolg. Ciao.